Ja, moin, moin. Ich bin hier mal am Hotel. Die Fortuna ist ja hier in Hamburg. Spielt ja gegen St. Pauli. Ich hoffe, dass das ein erfolgreiches, schönes Spiel wird für die Fortuna. Da muss ich mich natürlich noch bei Daniel June bedenken. Sonst hätten wir nämlich heute gar nicht nach Rostock fahren brauchen, wenn er Darmstadt nicht geschlagen hätte. So sehe ich das. Also für Daniel alles Gute. Ich habe den ja auch oft hier in Hamburg begrüßt und gemacht und getan. Der hat ja hier auch sehr gute Arbeit gemacht. Und vielleicht treffe ich ihn heute noch hier. Ich muss schon sagen, er macht ja unheimliche, unser Daniel von damals hier, Daniel June, gute Arbeit in Düsseldorf. Ich glaube, der hat noch nicht ein Ding verloren. Also da muss ich schon sagen, da ziehe ich alles, was ich habe. So, das waren noch ein paar kleine Worte. Und wir müssen hier aufpassen, dass wir das Ding nicht verkacken. Aber wie gesagt, in Rostock kann man verlieren, aber muss man nicht verlieren. Alles klar, nur der HSV. Und Peter ist hier in Hamburg, herrliches Wetter, also hier geht das ab. Und ich hoffe in Rostock auch schöne Brise am Meer, an der Ostsee. Und zwei Hansestädte bekriegen sich, das ist schon mal in Ordnung. Fair und ordentlich muss das sein. Und der Keller muss sich nicht einmal melden, denn ist Peter zufrieden, alles klar. Und für Fortuna alles Gute und für St. Pauli auch. Mal sehen, was da läuft. Nur der HSV. Tschüssi.